In den letzten Wochen habe ich mich intensiv mit dem Dichter Ernst Schulze beschäftigt. Zuvor hatte ich Novalis studiert, der ja zusammen mit den Göttinger Studenten Ludwig Tieck, den Schlegelbrüdern und der gebürtigen Göttingerin Caroline Michaelis, die als die Muse der Frühromantik gilt, in Jena die Epoche der Romantik begründet hat. Die Muse des Novalis war allerdings seine verstorbene Verlobte Sophie von Kühn aus Grüningen. Der Weg von der Frühromantik sozusagen hin zur Mitte der Romantik führte mich dann wieder vom frühromantischen Zentrum Jena, dann später auch Heidelberg, wieder zurück nach Göttingen, nämlich zu dem aus Celle stammenden Dichter Ernst Schulze, der sich als Student hier in Göttingen unsterblich in die Göttingerin Cäcilie Tüchsen verliebte. Ihr früher Tod mit 18 Jahren war es, der ihn zu seiner romantischen Dichtung motiviert hat. Die Sehnsucht nach ihr trieb den sogenannten Sänger der Rose zu herrlichsten Gesängen an. Sie gilt als die Muse der Hochromantik. Ihr Grab auf dem Bartholomäusfriedhof war lange Zeit ein echter Wallfahrtsort für die Romantiker. Selbst der blinde König Georg V. hat das Grab besucht. Man kann sagen, dass wesentliche Anstöße für die Literaturgattung der Romantik von Göttingen ausgingen, sowohl für die Frühromantik als auch für die Hochromantik, aber auch für die Spätromantik dann mit Heinrich Heine. Bemerkenswert ist auch, dass der Dichterkönig Goethe alle im folgenden Text vorkommenden Beteiligten gut kannte und auch immer überall dort auftauchte, wo sich etwas Neues oder Großes in der Literatur ereignete. So besuchte er etwa sowohl Sophie von Kühn noch am Krankenbett in Grüningen, die Muse des Novalis, als auch das Grab von Cäcilie Tüchsen hier in Göttingen, der Muse des Ernst Schulze. Noch zu Goethes Lebzeiten war Ernst Schulze einer der beliebtesten Dichter in Deutschland und für mich persönlich war er eine der ganz großen Bereicherungen meines Lebens. Daher war ich auch etwas enttäuscht darüber, dass Göttingen die Erinnerung an Ernst Schulze überhaupt nicht pflegt und man ihn leider vergessen hat. Ihm hat man bisher kein Denkmal errichtet und nicht einmal einer Erinnerungstafel gewidmet, obwohl er hier studiert und promoviert hat, hier als Privatdozent arbeitete und Göttingen als sein zweites Vaterland bezeichnete. Ernst Schulze wurde am 22. März 1789 in Celle als Sohn des Bürgermeisters geboren, welcher nebenher eine Buchhandlung führte, die Schulzische Buchhandlung. Als Ernst Schulze 2 Jahre alt war, starb seine Mutter. Die Frau aus zweiter Ehe des Vaters starb, als er 5 Jahre alt war. Zur dritten Ehefrau des Vaters entwickelte er eine gute Beziehung, sie konnte ihm eine Mutter sein. Als Ernst Schulze später schwer erkrankte, da hat sie ihn zu sich nach Celle zurückgeholt und gepflegt. Er besuchte das Celler Ernestinum, eine Lateinschule seit 1328, wo er Latein, Griechisch, Französisch und Englisch gelernt hat. Schon in Schulzeiten fiel er durch Träumerei und Vergesslichkeit auf. Auf der einen Seite galt er als leicht verschlossen, auf der anderen Seite hatte er aber auch hohe soziale Kompetenzen. Als Jugendlicher vertiefte er sich in die Welt der Märchen und Geschichten aus dem Mittelalter und war mit 14 Jahren bereits ein gefragter Wappenkundler. Das war es auch, was er an der Romantik mochte, dass sie das Mittelalter wieder inkludierte. Er ging gerne alleine auf Wanderungen und nächtigte in verlassenen Gebäuden und Ruinen. Auf diesen Wanderungen konnte er ganz bei sich sein. Er beschreibt rückblickend, dass er damals durchaus auf dem Wege war, ein Landstreicher zu werden und spricht von seinem Landstreichergenie. Ich lebte ganz in meiner Fantasie und war auf dem Wege, ein ganz unheilbarer Schwärmer zu werden. Diese Naturverbundenheit spiegelt sich ebenfalls in seiner Poesie, die im Grunde eine wunderbare Mischung aus Liebeslyrik und Naturlyrik ist. Die Romantik inkludiert eben auch das Mittelalter und das Christentum wieder in sich, siehe auch Shakespeare. Während die Göttinger Hainbündler mit ihrer Bardenlyrik mit Tendenz zu den Olympiern als eine Vorstufe zur Romantik und noch zur Epoche von Sturm und Drang zählend, sowie die Weimarer Klassik, wesentlich mit der griechischen Antike arbeiteten. Diese geschichtliche Lücke zwischen Antike und Neuzeit hat erst die Romantik wieder geschlossen. Die Romantik ist in der Dichtung überhaupt die vollständige Synthese von Antike und Moderne. Sie ist im Grunde sogar einer der europäischen Gründungsmythen selbst. Allerdings hatte Ersteres gleichsam den antiken Antisemitismus neu belebt und Letzteres gleichsam den Nationalismus befördert.
In der Malerei vollzog sich diese Synthese bereits in Raffaels Gemälden wie in der Sixtinischen Madonna, an der sich der Jenaer Frühromantikerkreis orientierte. Der Romantik ist ein Raffael vorausgegangen, erklärt Balzac. Romantik kennt keine Exklusion, sie ist die erstmalige vollständige Synthese aller Gattungen. Für den Romantiker sind auch Glaube und Wissen, Philosophie und Religion nicht voneinander getrennt. Auch diese Gegensätze trägt die Romantik in sich. Mit 17 Jahren schrieb Schulze sich an der Theologischen Fakultät der Universität in Göttingen ein. Er entschied sich für die Theologie einfach, weil er noch nicht wusste, was er sonst studieren sollte. Denn Medizin, Jura oder Mathematik interessierten ihn noch viel weniger. Nach Vorlesungen des Philosophen Friedrich Boterweg wechselte er zur Philosophischen Fakultät über. Boterweg, der zu dieser Zeit den philosophischen Lehrstuhl innehatte, lehrte also sozusagen die schönen Wissenschaften. Einer seiner Schüler war auch Arthur Schopenhauer, den Schulze sogar persönlich kannte. Boterweg war einer der wichtigsten Denker seiner Zeit, der nicht nur Schopenhauer stark beeinflusst hat, sondern mit seinen Büchern zur Ästhetik und Literaturgeschichte auch Einfluss auf die gesamte Romantik hatte. Boterweg hatte versucht, Schulze für die Philosophie zu begeistern, aber auch Philosophie war nicht so ganz seine Welt. Schulze fand stattdessen immer mehr hin zu den alten Sprachen und zur Geschichte der Literatur. Er studierte vor allem die griechischen und lateinischen Klassiker, am intensivsten Homer, und arbeitete bereits an einer Geschichte der lyrischen Poesie der Griechen. Darüber hielt er später auch als Privatdozent neben Verslehre seine Vorlesungen. Nach 5-jährigem Studium promovierte er dann an der Philosophischen Fakultät. Damit erhielt er seinen Doktor in Philologie und die Erlaubnis zum Lehren. Er war zu dieser Zeit noch kein Kind von Traurigkeit und genoss das Studentenleben in vollen Zügen. Er schreibt, man amüsiert sich wirklich dort recht gut, denn die Göttinger Damen machen in der Tat unserem Musensitz Ehre. Später schrieb er rückblickend auf seine Studentenzeit, wahrlich, ich habe gelebt. Kurz nach der Promotion lernte Schulze die 17-jährige Cecilie Tüchsen kennen und verliebte sich in sie. Sie war die Tochter des bekannten Philologen und Orientalisten Thomas Christian Tüchsen, der hier an der Göttinger Universität ganze 50 Jahre lang lehrte. Schulze beschrieb das Haus der Tüchsens als das glänzendste Haus in ganz Göttingen. Vielleicht kam ihm das ja nur so vor, weil das Haus, in dem die große Liebe wohnt, doch immer irgendwie glänzt und blitzt. Andererseits aber hat es tatsächlich etwas Glänzendes an sich, und es wird noch immer im selben zarten Rosa gestrichen. Cecilie hatte noch eine jüngere Schwester Adelheid, und beide waren wohl zwei echte Schönheiten, dazu auch noch gebildet und musisch begabt. Cecilie verbrachte sehr gerne Zeit mit Schulze und fühlte sich durch sein Werben geschmeichelt, aber mehr war da wohl vermutlich nicht. Das macht es aber nicht weniger zu echter Liebe, ganz im Gegenteil, es war eine reine Art der Liebe, die als Basis einer Partnerschaft wohl tragfähig gewesen wäre. Ihm hat das jedenfalls schon gereicht, dass er überhaupt mit ihr zusammen sein durfte. Sie wuchsen wohl auch zunehmend zusammen. Jedoch hatten sie dafür leider nur ein knappes Jahr Zeit, dann starb Cecilie an Lungentuberkulose. Nach ihrem Tod war sein ganzes restliches Leben von der Sehnsucht nach ihr bestimmt. So eine Liebe reicht für ein ganzes Leben. So habe ich noch nie geliebt und werde auch so nie wieder lieben können. Seinen Schmerz angesichts ihrer Beerdigung drückte er einige Tage später in seinem poetischen Tagebuch aus. Des Kirchhofs Pforte sah ich offen, der Totengräber grub ein Grab, und all mein Sehnen, all mein Hoffen sank in die finstre Gruft hinab. Ich sah den Leichenkranz verschwinden, die Erde rollte drüber her, tot war mein Geist, mein Busen schwer, und keine Träne konnte ich finden. Noch einen kalten, starren Blick warf ich aufs frische Grab zurück, und heimwärts wankte ich dumpf und trübe. O lebe wohl mein süßes Glück, leb wohl du meine zarte Liebe, wenn man mich auch doch bald begrübe. Auf der Vorderseite ihres Grabsteins ist eine Harfe abgebildet, zum einen, weil sie ja tatsächlich Harfe spielte, zum anderen auch als ein Symbol für die schönen Künste, für die sie sich ja begeisterte. Und sozusagen für ihre Enge und Musenhaftigkeit.
Auf der Rückseite sind unter einer Rosenknospe diese Verse von Schulze eingraviert. Welkst du, liebliche Blume, zu zart für die Stürme der Erde. Ach, so früh dich nahm der dich und schenkte zurück. Doch uns lebt dein heiliges Bild im sehnenden Herzen, bis wir in Edens Flur himmlisch erblühend dich schauen. Schulze blieben selbst keine 5 Jahre mehr, bevor er wie Novalis mit 28 Jahren verstarb. Von diesen letzten 5 Jahren hat er ganze 3 Jahre an dem fast 800 Seiten langen Versepos Cecilie gearbeitet. Auch mit dem poetischen Märchen Die bezauberte Rose hat er seiner Cecilie ein unübertreffliches Denkmal errichtet. Wegen diesem Gedicht nannte man ihn auch den Sänger der Rose. Aus dem Kapitel Erklärungen im poetischen Tagebuch. Wohl manchem wird das Herz im Busen schlagen, bei meines Liedes viel verflochtenem Klang. Wohl mancher nach dem treuen Sänger fragen, der nie geliebt, die Liebe nur besang. Mag sie allein den Kranz mir auch versagen, ich zürne nicht und dien ihr ohne Dank. Wie Novalis, der nach dem Tod seiner Verlobten von einem Nachsterben sprach, so stirbt auch Schulze seiner Liebe nach, indem er beginnt, den Tod und die Dunkelheit zu verehren, weil genau darin sozusagen die einzige Verbindung zu seiner Geliebten lag. Das ist eigentlich Romantik. Nur indem er aus dem Leben starb, ohne aber tatsächlich zu sterben, konnte er ihr nahe kommen. Im Frühling 1814 schreibt er dazu in sein Tagebuch folgende Verse. Es zittert von Frühlingswinden der Himmel im flüssigen Grün. Manch Sternlein sah ich entblühen, manch Sternlein sah ich entschwinden. Doch kann ich das Schönste nicht finden, das früher dem Liebenden schien. Nicht kann ich zum Himmel mich schwingen, zu suchen den freundlichen Stern. Stets hält ihn die Wolke mir fern. Tief unten, da möcht es gelingen, das friedliche Ziel zu erringen. Tief unten, da ruht ich so gern. Was wiegt ihr im laulichen Spiele, ihr Lüftchen, den schwankenden Kahn? Wo treibt ihn auf rauerer Bahn, hernieder ins Wogengewühle? Lass tief in der wallenden Kühle dem lieblichen Sterne mich nahen. Schulze spricht dabei auch von einer langsamen Vernichtung seinerseits. Eigentlich wollte er tatsächlich das Leben verlassen und in gewisser Weise hat er das auch getan. Er lebte nur noch, um seiner Geliebten ein Denkmal zu errichten, mehr noch, ihr sozusagen eine Nachricht zukommen zu lassen. Und genau da hinein floss auch seine gesamte Lebenskraft. Er hat sein gesamtes Lebenspulver absichtlich und mit einem Schlag in seinen Liedern verschossen, damit sie noch bis zum Ende der Welt und damit bis zu Cecilie reichen. Kleine Lieder, geht nur immer, grüßt die Liebste schön von mir. Gleichsam wollte er sie sozusagen am Leben erhalten, sie soll nicht vergessen werden. Solange meine Lieder leben, sollst auch du nicht sterben. Der Tod seiner Geliebten hatte ihm das geschenkt, was er Wunderblume oder Stern von Jenseits nannte, was Novalis als die blaue Blume bezeichnet hat. Aus dem poetischen Tagebuch seien dazu diese Verse Schulzes zitiert. O Leben, lass von dir hinweg mich scheiden, zur Heimat, die dem Pilger Ruhe beut. Ich weiß ein Grab, da schlummern meine Freuden, da blüht allein, was Tröstung mir verleiht. O keusche Sehnsucht, friedliches Verlangen, wer dein Hauch in reiner Brust empfand, dem ist ein Stern von Jenseits aufgegangen, wenn auch der Strahl des frischen Lebens schwand. Die Wunderblume oder der Stern von Jenseits ist aber nicht einfach Cecilie, eher eine Ideal-Cecilie. Es ist die Unerreichbarkeit und Unerfüllbarkeit seiner Liebe, die unerfüllbare Sehnsucht, die ihn zu einem der größten Dichter der Romantik gemacht hat. Sie ist das, was Novalis auch die blaue Blume und ein Freund von mir die blaue Fee nannte. Dabei ist das Leid, der Schmuck in deinem Herzen, wie es folgende Verse beschreiben. Was tief und mächtig einst erfüllt, halt es fest in Freuden und in Schmerzen. Jeder Gram, den dir die Zeit verhüllt, war ein heiliger Schmuck in deinem Herzen. Herrlich ist's, ein großes Leid zu tragen, göttlich ist's, in Liebe zu vergehen. Kalt und tot und deutungslos entschwindet jedes Bild der unbewegten Brust.
Nur der Gott, der in uns wohnt, empfindet tiefen Schmerz und wunderbare Lust. Wird auch nie das Kleinod dir beschieden, schon die Sehnsucht ist ein heiliges Ziel, und es blüht die Palme schon hienieden jedem schönen gläubigen Gefühl. Novalis erklärt in seinem Gedicht Wenige wissen, hätten die Nüchtern einmal gekostet, alles verließen sie und setzten sich zu uns an den Tisch der Sehnsucht, der nie leer wird. Die blaue Blume stammt aus dem Roman Heinrich von Ofterdingen von Novalis. Sie steht bis heute als Symbol für die gesamte Literaturgattung der Romantik. Novalis war der erste und vielleicht auch der größte Romantiker. Höchstens Shakespeare dürfte ihm diesen Rang abnehmen. Selbst der Begriff Romantik war seine Wortschöpfung, entstanden beim, wie Sie es nannten, Symphilosophieren mit Friedrich Schlegel. Romantiker bedeutet eigentlich Romandichter. Lukács erklärt, Novalis ist der einzig wahrhafte Dichter der romantischen Schule, nur in ihm ist die ganze Seele der Romantik Lied geworden und nur in ihm ausschließlich sie. Das Foto zeigt die blaue Rose im Rosengarten des Novalis-Schlosses in Widerstedt, einem Ortsteil meiner Heimatstadt Hettstedt. Sie ist eine spezielle Züchtung in Zusammenarbeit mit dem Rosarium in Sangerhausen. Eine viel bläulichere hat man auf natürlichem Wege jedenfalls noch nicht hinbekommen. Die Hardenbergs sind ein altes deutsches Adelsgeschlecht, das seinen Stammsitz in Nürten-Hardenberg hier bei Göttingen hat. Der Vater von Novalis hat sogar in Göttingen studiert. Novalis war zwar im Stammsitz auch mindestens einmal zu Besuch, hat aber in Jena studiert. Und weil ich mich härme in Liebesleid, drum sing ich so süß in der Einsamkeit, lässt Schulze eine Nachtigall auf die Frage antworten, warum sie denn so wunderschön singe. Schulze erkannte für sich, dass das, was mich quält, mein einziges Glück ist und dass nur die Liebe ihr eigenes Leid versöhnen kann. Er beschreibt diese Erkenntnis in folgenden Versen im poetischen Tagebuch. Mag schnell sich in Gluten verzehren das Herz, und mag es verbluten im zaudernden Schmerz, ich nähre die Wunde, ich liebe mein Leid und lasse die Kunde der kommenden Zeit, die immer aufs Neue das Herz ihm betrübt, die hat der Getreue noch sterbend geliebt. Novalis sprach ja ebenfalls davon, dass er seiner Sophie nachsterben wolle, er sprach ebenfalls von der Sehnsucht nach dem Tod. Doch Sterben und Tod meint hier vielmehr einen geistigen Tod, ein geistiges Hinterhergehen bis in den Tod, als ein Übergang in eine höhere geistige Existenz, so wie auch Novalis Sophie ihm irgendwann zur Sophia wurde. So verstanden kann man die Romantik auch beschreiben als den Glauben an den Himmel der Nacht und sein Licht. Romantik im ursprünglichen und eigentlichen Sinne hat also wenig mit Harmonie zu tun und auch nicht einfach mit einer Überhöhung der Wirklichkeit, aber wohl doch zumindest so, wie es Novalis ausgedrückt hat. Wo wahre Liebe vorkommt, sind Märchen, magische Begebenheiten. Und ohne dieses Besondere, nämlich die Romantisierung, also ohne ein wenig magischer Beleuchtung, findet sich kein Sinn. Beruflich als Wissenschaftler und Privatdozent engagierte Schulze sich nach Ceciliens Tod kaum noch. Meine Studien leiden unter meiner Liebe. Ich kann nichts tun als dichten und träumen. Er stellte die akademischen Aufgaben immer mehr zurück und geriet zunehmend in den Bann der Arbeit an seinen poetischen Hauptwerken. Aus dem Sumpf der Gelehrsamkeit zog es ihn immer mehr in schönere Gegenden. Wissenschaft erschien ihm jetzt einfach als ein viel zu verkürztes Denken. Er spricht hier sogar vom Gesinde der wissenschaftlichen Literatur. Er erklärt, die Wissenschaft ist ja nur ein Bastard des Menschen, das Gefühl sein freundlichstes Kind, das eine liebevollere Pflege fordert. Doch die Gesellschaft hat ihn stets versucht, vom Dichten abzubringen und in die Philologie zu drängen. Das wollte er aber gar nicht, weil ihm durch die philologische Arbeit der Faden in sein Märchenland drohte abzureißen. An einen Freund schrieb er, dass man aus ihm einen Philologen machen wolle und fragte, einen Grammatiker aus einem Dichter, ist das nicht Eis aus Sonnenstrahlen? Ich werde von Mütterchen Vernunft so steif und erbe auf der breiten Hauptstraße hingegängelt,
dass kein Mensch glauben sollte, ich hätte Gefallen daran gefunden, Wald einzugehen. Genau wie Novalis befand Schulze sich im Zwiespalt zwischen einem gesicherten normalen Leben als Wissenschaftler oder Staatsbediensteter und seiner eigentlichen Berufung zum Dichter. Auch Novalis redete diesbezüglich mal so und mal so, manchmal sogar in einem und demselben Brief. Mal zieht es ihn in die eine Richtung, mal in die andere Richtung. Darin bleibt auch Schulze innerlich zerrissen. Schon zu Schulzeiten erkannte er das Problem und warnte einen Schulkameraden, der drauf und dran war, Dichter zu werden, wie gefährlich es sei, die Dichtkunst wie auch die Philosophie, insofern sie noch die Dichtung enthält, zu einem Lebensberuf zu machen, weil man hierzu mit seinem Leben und seinem Heil bezahlen müsse. Wenn man die Dichtung als Lebensberuf wählt, so erklärt er dem Schulfreund, dann entstünde ein unausweichlicher Zwiespalt zwischen Leben und Dichtung, für den keine Versöhnung zu finden sei und der immer schneidender werde und das Individuum in einen Kampf mit sich selbst verwickelt, in welchem es untergeht oder zumindest den inneren Frieden einbüßt. Seine ersten poetischen Schriften legte er seinem Mentor Buterweg zur Beurteilung vor. Dieser wollte ihn zwar ebenfalls stets vor den Gefahren des Dichterberufs schützen, war von dessen Gedichten aber schwer beeindruckt und attestierte ihm wahres Dichtertalent. In seiner Zeitschrift Neue Vesta veröffentlichte er sodann Schulzes poetisches Erstlingswerk Psyche. Schulze selbst veröffentlicht sein erstes eigenes Buch 1813 beim Verlag Dieterich und widmete es seinem Förderer Buderweg. Es enthielt die Gedichte, Elegien und Episteln, die noch vor Caeciliens Tod entstanden sind. Das ist das einzige Buch, was er selbst noch veröffentlicht hat. Alles andere hat Buderweg dann nach Schulzes Tod für ihn veröffentlicht. Er gab Schulzes Gesamtwerk 1818 bis 1820 als Anthologie aus den Werken von Ernst Schulze in vier Bänden bei Brockhaus heraus, darin Cäcilie, die bezauberte Rose, Psyche, Elegien, Episteln, vermischte Gedichte und das poetische Tagebuch enthalten sind. Ein Jahr nach Cäciliens Tod ging der eigentlich eher frankophile Schulze in einen freiwilligen Kriegsdienst gegen die französischen Besatzer. Da Cäcilie die Franzosen gehasst hat und Schulzes frankophile Ansichten ablehnte, fühlte er sich nun gegenüber Cäcilie dazu aufgerufen, gegen die Franzosen zu kämpfen. Folgendes Gedicht aus dem poetischen Tagebuch beschreibt sehr gut, was ihn dazu bewogen hat. Vaterland, du prangst mit heiligen Siegeln und wandelst kühn des Ruhmes ewigem Pfad. Auf steiler Bahn bist du emporgestiegen und Freiheit keimt und Fried aus blut'ger Saat. Doch schüchtern hat der Sänger dir geschwiegen und zagend wich das Wort der größern Tat. Mag Schwachheit auch auf stolzen Wahn vertrauen, der Adler nur darf auf zur Sonne schauen. Doch jetzt ist mir ein starker Mut entglommen, und ernst ermahnt mich eine teure Pflicht. Von Himmelshöhen ist mir die Kraft gekommen, und glut der Brust dem Geiste klares Licht. Von Engelslippen hab ich ihn vernommen, den heiligen Ruf, drum zag ich fürder nicht. Wen lieb und Gott zur Bahn des Kampfes leiten, der zweifle nicht, er wird den Sieg erstreiten. Denn sie, die still als noch die Schand uns drückte, ein deutsches Herz im freien Busen trug, die stolz hinab auf fremden Schimmer blickte, mit strengem Spott den Sklaven niederschlug, die fromm und zart die raue Welt uns schmückte, ein segnend Licht in finstrer Zeiten Fluch, die Gott schon früh zu seinem Thron erhoben, um herrlicher sein schönstes Werk zu loben. Sie nahte mir von ihren lichten Höhen im Spiel des Traums ein ernstes Heiligenbild. Ihr Auge war wie Frühlicht anzusehen, von Morgenrot die helle Wang umhüllt. Um ihren Kranz entfloß ein göttlich Wehen, wie durch den Tau der Blüte Duft entquillt. Und gleich dem Klang verklärter Harfenlieder kam so ihr Wort zu meinem Geist hernieder. Was feierst du und schweigst in düstern Klagen, ein Nachtgewölk im hellen Morgenrot, und weinst da Glück und Ruhm für alle Tagen mit feigem Schmerz um deines Glückes Tod? Wer mich geliebt, der muß das Große wagen, der Ruf der Kraft, es ist auch mein Gebot. Was ich empfand, das sollst auch du empfinden,
und meinen Wert durch deinen Wert verkünden. Er nahm dann schließlich an einigen kleineren Gefechten teil, bevor ihn seine fortschreitende Tuberkulose vom Kriegsdienst befreite. Zur körperlichen und geistigen Genesung ging er nun wieder auf Wanderungen, wie etwa 1814 durchs Wesertal nach Göttingen. Über den Moment des Wiedersehens mit Göttingen schrieb er folgendes Gedicht mit dem Titel Göttingen. O lass dich still mit langem Kuss begrüßen, du heiliges Tal, mein zweites Vaterland, wo ich zuerst die Wunderblume fand, die früher schon die Träume mir verhießen. Wie manche Träne musste ich hier vergießen, wie bräutlich hier die Lust mich oft umspannt. O Freud und Schmerz, wie seid ihr nah verwandt, wie muß so oft eins aus dem andern sprießen. Du, die schon lang das dunkle Grab verhüllt, dir muß ich nahen und liebend dich umfassen und mich mit Trost am bittern Gram erfüllen. Denn wehe mir, das warme, blühende Bild, das einst geheil, das mir dein Tod gelassen, es ist zu stolz, die Tränen mir zu stillen. Hier hat er sich nun auch noch in Ceciliens jüngere Schwester Adelheid verliebt, weil er in ihr viel von Cecilie sah, jenes warme, blühende Bild seiner Geliebten. Seine Anwerbungen wurden allerdings von Adelheid und der ganzen Familie Tüchsen mit einigem Befremden aufgenommen. Schulze musste erkennen, dass es so leider nicht funktionierte. Das fühlte sich für ihn jedoch so an, als hätte er seine Liebe noch ein zweites Mal begraben müssen. Seine Liebe war jetzt doppelt und trug zwei Namen, denn er konnte die beiden Bilder nun nicht mehr trennen, wie diese Verse beschreiben. Mein Singen soll nur eine Herrin preisen, die doppelt stets mein zweifelnd Aug erblickt, dort in des Grabes ewig stummen Kreisen, hier mit des Lebens frischem Reiz geschmückt. Und wenn auch hier zwei Namen sie benennen, nie kann mein Herz die holden Bilder trennen. Ende 1816, nach einem Blutsturz in Göttingen, ging es ihm rapide schlechter. Seine für 1817 angekündigten Lehrveranstaltungen als Privatdozent konnte er nicht mehr abhalten. Zu Ostern 1817 ließ ihn seine Stiefmutter nach Hause nach Celle bringen, wo er am 29. Juni 1817 verstarb. Sein letztes großes Werk, die bezauberte Rose, hatte er nach Leipzig zu Brockhaus geschickt, der in einem Wettbewerb die beste poetische Erzählung suchte. Kurz vor seinem Tod erreichte Schulze noch die gute Nachricht, dass seine bezauberte Rose den ersten Preis bei diesem Wettbewerb gewonnen hatte. In Wien hatte er eine besonders große Anhängerschaft. Der berühmte Wiener Komponist Franz Schubert hat ganze 11 Gedichte von Schulze vertont. Schubert war aber nicht der einzige, der Schulzes Gedichte vertonte. Es sind wohl noch mindestens 40 weitere Komponisten bekannt. Wegen der besonderen Musikalität der Sprache eignen sich die Gedichte Schulzes gut für eine Vertonung. Schulzes Sprache ist Gesang, seine Gedichte sind Lieder. Von Schuberts Vertonungen mag ich ganz besonders Im Walde, Über wilde Mann und Im Frühling. In diesen Liedern drückt sich für mich die gesamte Romantik auf ihrem Höhepunkt aus. Insbesondere das folgende Musikstück Im Walde hinter Falkenhagen beschreibt perfekt, was ihn zu dieser dichterischen Höchstleistung befähigt hat. Blue.
Seele, Liebesqual, von Rot der Wand.